Ja, nee, wir werden es erstmal so versuchen. Ich will eigentlich nur in diesen einen scheiß Raum rein, diesen Generatorraum, um diesen Generator anzumachen, damit ich halt in die anderen Türen reinkomme, ne, quasi. Dann brauchen wir noch die Modisk. So, das war, glaube ich, hier, ne? War es hier? Ja. Da ist, glaube ich, dieser Generator. Mensch, geh doch mal auf den Platz. Gut, ich bin dann erstmal raus, zocke eine Runde, bis später. Du wirst da wohl den Stream. Du wirst da wohl den Stream. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, Alter. Okay, erstmal gar nicht getroffen, Alter. Es ist ein bisschen laut, oder? Aber es kann natürlich auch nur sein, dass es bei mir so ist. Oh nein, ich brauche ein. Oh, ich brauche ein Passcode. Ich brauche eine Modisk. Das ist natürlich bitter. Das ist bitter. Jetzt muss ich doch nochmal zurück. Okay, genau reingerannt. Mensch, setz dich doch mal hin, Hund. Alter, dein Rumgerenne. Ich brauche die Modisk. Schiete. Schiete. Schiete, Schiete, Schiete. Okay, ich brauche die Modisk. Und dann muss ich den Code. Ich brauche den einmal von dort, einmal von oben. Ach, das ist doch scheiße. Naja, egal. Sei es drum. Oh, ich bin auch schon Achtung, ne? Das ist echt dumm. Hä, hey, wo sind die Modisk? Wir nehmen erstmal nur eine mit. Ich glaube, eine reicht, glaube ich. Eine müsste eigentlich reichen. Da müsste eigentlich. Ich glaube, da ist bloß ein Code. So, ich will bloß mal schnell gucken, Karte. Also wir sind rein. Da war die Tür und da hinten war die Modisk. Ich werde nochmal nach rechts gehen. Nach rechts und dann nochmal nach links unten. Um wirklich nochmal alles abzuklappern. Oh, was ist denn das? Ein Stromschaltertafel. Einige Bereiche sind nicht versorgt. Möchten Sie die abgeschalteten Bereiche aktivieren? Ja. Nein! Oh, oh Scheißendreck. Okay, das war natürlich richtig dumm. Ich hätte mal nachladen sollen. Oh nein, Gefahr! Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist natürlich alles ein bisschen blöd jetzt gelaufen, muss ich sagen. War ein bisschen blöd. Ich habe auch kein Heil-Dings mehr. Stirb. Was lässt er denn da liegen? Hey, weg mit dir. Alter! Oh, er rennt die ganze Zeit rum, ne? Oh, ist doch zum Kotzen, Alter. Hau ab, du Arsch. Ah, okay, jetzt sind wir in den hinteren Raum. Okay. Das haben die halt beim. Das haben die auch beim.
Beim anderen Teil, also beim Remake haben sie es auch ein bisschen anders gemacht alles, ne? Ja, du sollst hier was aktivieren, hä? Muss ich hier nicht irgendwas machen? Ich muss doch... Das ist der Hauptstromschalter. So. Okay, da kann ich gar nichts mehr machen. War es das jetzt wirklich alles oder muss ich hier nochmal rein? So, dann holen wir uns den einen Code. Da hinten. Oh, schieß doch mal, Alter, du bist so dumm, Weib. Nein! Oh, Mann, ey. Ja, komm. Gönn dir richtig. Ich hab doch nur Modisk. Oh, ich hoffe, ich muss hier... Ich hoffe, ich muss hier nie wieder rein. Diesen Bumschuppen, ey. So eine Kacke. So, ich bin jetzt in der Tür. Ich glaube, hier war ja nichts, oder? Ne, hier war nichts. Oh, ich hoffe, dass ich hier nicht nochmal rein muss, ey, in diesen Piss. Im dritten Teil haben sie es ein bisschen besser gemacht mit diesem Strom. Da war es auch gleich am Anfang irgendwas. Ne, gar nicht am Anfang. Ich verwechsel das, glaube ich. So, dann brauche ich auf alle Fälle noch eine Modisk für Ohm. Da gab es ja auch nochmal ein Passcode-Dingsbums. Ah, das ist echt scheiße gelaufen, muss ich sagen. Das ist echt doof gelaufen. Das ist natürlich die Frage, ist jetzt wirklich alles angeschalten oder nicht? Habe ich da irgendwas vergessen? Ich meine, ich habe den Generator angemacht, aber... Bei Resident Evil wundert mich halt einfach gar nichts mehr, ne? Ah, okay, der geht wenigstens. Jill! I was looking for you. Barry. Jill, don't be angry. I wanted you to wait for me. Barry, don't screw up again like you did when you dropped that rope. Wesker? You did a fine job, Barry. Just as I thought. Na, siehst du, doch reingelegt. Also doch wieder verarscht. I think you should stay away from Barry, Jill.
I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything. Oh, ich habe nicht mal so viel Munition bei. Wir müssen jetzt gegen den Titan kämpfen. That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having Stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mention mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry! Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes, though both you and Barry seem to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl. But if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Oh, nein, bitte nicht. Ich hab nur die scheiß Schrot und normale Munition. Das wird nie was. Das wird nie was. Ach, Kacke, ey. Das wird nie was werden. Der Tyrant ist aber auch scheiße, ne? Weil das Herz ist außen. Was ist das für eine krasse Waffe? Weil wenn man das Herz zerstört, dann war es das halt, ne? Tyrant Virus is a super virus, which creates a monster which is much stronger than human beings. Tyrant is the most powerful biological weapon in the world. You don't mean you're experimenting on real people? This is really beautiful. All this power will be mine. For the sake of an awful creature? Don't be upset. All weak people exist to be eaten. Tja, der Erste, der dran glauben muss, ist erstmal Wesker, Alter. Gönn dir, Tyrant, gönn dir. What? Don't come this way. No! Tja, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Oh, was liegt da? Munition? Oh ja, wir können noch Munition nehmen. Ne, was ist denn das? Ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. Aber erstmal müssen wir ihn natürlich besiegen, ne? It can't control what it does. Oh, richtig geil. Richtig geil.
Boah. Alter, triffst du denn aber auch mal, Alter? Eben hast du da Auto eben gehabt. Nein! Ach du heilige Scheiße. Okay, das war ein Kill. Okay, wir dürfen... Was war denn hier nochmal drin? Oh, ich weiß nicht mehr, wo das mit dem Code war, mit der Modisk. Hier war auf alle Fälle Schrot. Ach, hier muss ich auch noch mal rein. Dieses habe ich auch ein bisschen verplant alles. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das am besten hier mache. So, dann darüber. Komm schon, Jill, stell dich mal nicht so an. Ich darf bloß nicht auf diesen Knopf kommen, ne? Das ist mir vorhin passiert. So. Na, von da. Ich kann nur von da schieben, ne? Reicht nicht der Platz. Ah, Kacke. Ah, jetzt komme ich rein. Cool. So, dann machen wir das zu. Und dann klettern wir einmal darüber. Ich weiß aber nicht, was da genau war. Ich glaube, da war bloß ein Krankenstation. Nee, Krankenstation nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was da war. Jedenfalls konnte man da irgendwie rüber. Oh, Mädel. Das ist diese Panzersteuerung, ne? Die halt extrem kacke ist. So. Gas kommt nicht raus, wa? Pech gehabt, da. Ja, ich möchte reinklettern. Mensch. Da, genau. Hier ist nämlich die Leichenhalle. So, was haben wir da? Oh, Magnumgeschosse. Die werde ich nämlich mitnehmen. Die werde ich mitnehmen. Und dann werde ich ihm mal ordentlich den Pelz versengen, da. Kannst du aber glauben, ja. Lag hier nicht. Ah, da ist nämlich die. Ah, da ist der andere. Da ist der andere Code-Dingsbums. Gut, dann ist da einer. Und im Heizungsraum ist einer. Und dann war noch weiter oben einer. Das ist der zweite nämlich. Und diese drei Passcode brauchen wir, um halt Chris Redfield am Ende zu retten. Wir brauchen den auch nicht retten, aber es wäre halt besser, ne? So, ist erstmal geöffnet. Ah, siehst du, jetzt kommen wir nämlich hier rein. Das ist gut. So, dann bin ich nämlich da drin. Ich muss bloß noch... Na, wo war der andere Code? Das muss ja dann irgendwo da oben gewesen sein. Ach, komm schon. Weg mit dir. Diese nackten Zombies immer, ne? Nucky Dice immer. So, war hier irgendwas? Ich habe ja auch keine Disk mehr, ne? Aber es war auf alle Fälle nicht der Raum. Also brauchen wir hier nicht nochmal reingehen. Ein Raum gab es noch mit diesen scheiß Codes.
Aber ich muss sowieso erstmal zurück. Oh nein, der steht ja schon wieder da. Oh. Ach komm, ey, das gibt's doch gar nicht. Oh Mann, ey, das ist doch nervig ohne Ende, ey.